Wir könnten ja mal wieder ein Schweizerdeutsch-Let's Play machen. Oh! Oh! Schweizerdeutsch? Mach doch mal fränkisches. Deutsches. Oh. Das kann ich nicht. Ich kann kein Fränkisch. Ich auch nicht. Also ich kann auch kein Fränkisch nach. Na, dann. Was bist du denn? Nachäffen, das sieht nichts. Das hat nichts. Also ich bin ja Franke, ja. Na denn? Ich sag dir meinen Namen nicht. Ja, dann sag uns doch, wie man Fränkisch spricht. Fränkisch spricht man nicht, Fränkisch plaudert man erst einmal. Ah, das plaudert man. Okay. Man plaudert immer lange. Genau, das spricht man nicht, das plaudert man. Oh. Ja. Und wie? Halt einfach so. wie der Schnabel gewachsen ist, ne? Genau. Was halt gerade rauskommt. Genau. Also der Dialekt hört sich schon ähnlich an wie bei uns, gell? Ja. Das sage ich doch euch schon. Ich weiß. So weit ist das ja noch nicht. Na. Ihr seid eigentlich ziemlich nahe. Wie konnte man die Teile drehen? Was war das? Maustaste? Maustaste, ja. Und dann? Maustaste? Nur Maustaste? War da nicht irgendwas? Ach, du kannst, drück halt die Maustaste, echt. Du kannst auch R gedrückt halten und dieses große, weite, viel rotatieren anmachen. Ja, stimmt. Das war's. Super. Wird es geklärt. Genau. Schön. Na, das ist doch alles, was ich wollte. Mehr wollte ich doch gar nicht. Wunderbar. Wunderbar, genau. Wunderbar. Das ist so wunderbar. I can you better. Jetzt hätte ich fast eine AK-47 gescrapped. Wie kannst du nur? Nein! Na. Ich kommt einfach, wenn man seine Lieblingstaste zu schnell drückt. Scrap. Ups. Geht ganz einfach mit Scrappen. Scrap. Ja. Scrap that cheat. Upp. Assemble. Jetzt habe ich Sand gefunden. Sand? Ja. Da unten? Dann so, Steinsand, Kies, Zeug. Dreck, dann halt. Ist da irgendwo Ressource. Ja. Aber du musst aufpassen, das könnte dich auch verschütteln. Verschütteln? Ja. Das geht auch. Ja. Na, mit doch. Mir nicht. Nein, nein. Achte auf die das Feinheiten. Das hat noch keiner geschafft. Rums weg quasi. Keiner verschüttelt. Also, ich bin auf viele Arten und Weisen gestorben in Seven Days to Die, aber noch nie bin ich geschüttelt worden. Nee? Wir schon. Haben die Zombies eigentlich geschüttelt? Oder? Nee, der Dreck hat uns verschüttelt. Aber voll Walter war selber schuld. Nein. Nein. Doch. Jack Nein. War schuld. Walter war schuld. Jack war schuld. Das war einfach unstabiles Zeug. Ich kann nichts dafür. Ja. Keiner war es. Das fällt ein, aber da war ich schon unter. Ja. Kann ich nichts dafür, wenn du da drunter stehst? Wusste gar nicht, wie schnell und wohin und so weiter. Na, halt stehen bleiben. Du hättest ja nur ducken brauchen. Ah, klar. Ja. Ducken. Ducken. Kauer. Nee. Duck die. Du hast wieder geguckt, wo sie fliegen und schon war da Matsch. Ja, Plumpsch hat gemacht, da war weg. Schon war er Matsch. Blop, 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 blop. Check, alles okay? Morst du grad, oder? Vorhin ging's noch, ne? Ja, vorhin ging's noch. Da war schon mal besser, ne? Blop, 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 blop. Ich pack grad Waffen zusammen. Was soll man denn dabei machen? Das passt nicht zum Waffen zusammenblubbern. Ja, aber zu deinem Blob passt. Okay, dann machen wir das mal jetzt im Duett. Blop, 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 blop,
Weiß ich noch nicht. Sing mal alle, mach mal alle meine Händchen. Das war die Hymne vom Blob. Okay, alle meine Händchen. Blopperdi, blopperdi, blob. Level up. Blob, blob. Blip, blab, 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 blab. Oh, nee, ey. Wir machen Blödsinn. Das stimmt mit euch nicht. Und wir sind euch überhaupt nicht kindisch, gell? Das stimmt mit euch nicht. Ey, ich bin zu alt für sowas, ey. Voll ernst hier. Ja. Also es geht gar nicht anders. Nee. Ernst, komm raus, du bist umzingelt. Aber echt. Der lacht sich auch nur ins Fäustchen. Ja. Ja, aus Spaß wurde Ernst. Und Ernst ist jetzt 3 Jahre alt. Hm? Mindestens. Und was hat's gebracht? Nix. Gar nix. Ja. Gar nix. Sau Dials. Es wird nur noch schlimmer. Ach, schlimmer wird's nimmer. Oh, doch. Schlimmer geht's immer, mein Schwung. Doch und ob. Nein. Oh, doch und doch. Nein. Leicht. Oh. In jedem Manne steckt ein Kind. Ja, in manchen noch 2. Mindestens. Manchen sogar noch mehr. Oder 3. 1, 2, 3. 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. Jetzt vorbei. Hüpp, hüpp. Hurra. Kennt ihr die Definition des Wortes Ehe? Was? Errare humanum est. Irren ist menschlich. Genau. Nee. Doch. Männlich. Sagen wir mal. Die Frauen sagen immer, Irren ist männlich. Nee. Echt? Das ist nur, was Gemeines sagen. Wenn die eine Frau nicht mehr schafft, das Kind im Manne zu zügeln, ist die Ehefrau jetzt dafür zuständig. Wenn man nicht mehr Kind. Genau, der Spruch, den kenne ich auch, der ist gut. Mir gefällt Errare humanum est besser. Was heißt das auf Deutsch? Hatten wir gerade übersetzt. Irren ist menschlich. Ach so. Genau. Das ist die Abkürzung von Ehe. Mhm. War das nicht fatal? Das ist was anderes. Das kann man auch dazu sagen. Error. Das muss ich gerade sagen, ne? Über 30 Jahre verheiratet. Mhm. Format wie das, E. Wie man das aushält. Nee, aber bei uns ist es dann so, nach so langer Zeit, dann Exit. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Gut. Zeig's mal, wenn du gefunden hast, okay? Ich meine, die hatten ja auch nur geheiratet, weil nichts anderes im Kino kam. Mhm. Oder weil die Kinder kamen. Ja, das waren so Nachzügler, die kamen danach, nach dem Kino. 9 Monate nach dem Kino kamen die Kinder, wa? Viel zu spät. Ich habe mich auch gefragt, wie das passieren kann. Sagt man nicht eigentlich, wer Ostern mit den Eiern spielt, hat Weihnachten die Überraschung, die Bescherung? Ja. Genau. Ja, sagt man. Die einen sagen so. Aber wir sind zwischen den Feiertagen gekommen. Ihr oder die Kinder? Super. Naja. Da kannst du nicht mal was sagen. Nur nicht zu hoch. Ja. Ich dachte nicht. So ist das und nicht anders. Ach ja. Wollen wir nicht beim Singen bleiben? Deprimierend, ja. Die Höhle ist bald fertig. Okay, es ist auch 15 Uhr noch was, wa? Ja, sollten wir uns langsam um Muni kümmern. Hm. Hat jeder Muni. Ich habe mich gerade ausgerüstet. Soll ich noch was von oben mitbringen? Ja, Stahlpfeile. Stahlpfeile? Ja. Ja, und für mich vielleicht ein paar Molotow-Cocktails. Für mich eine Pistole mit ganz viel Muni, bitte. Ich habe noch ein paar Eisenpfeile, die kann ich erstmal mitbringen. Stimmt, ich habe in meiner Kiste auch noch Pistole. In der Lili-Kiste. Brauche ich auch noch Muni dazu. Muni müssen über 500 Schuss unten sein. Ja, wunderbar.
Musste mal gucken. Ah, ich kann deine Waffe sogar noch ein bisschen upgraden. Na, that's nice. Scrap. Da freue ich mich aber. Grab it. Da ist ja Dirt. Huch, fast wirklich gescrapped. Was hast du? Nix. Alles gut. Wirklich? Nein. Wirklich nichts? Ja, ja. Alles gut, ne? Alles gut. La, 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 la. Das ist shit. Gott, Jungs. Das war ich nie, das war Lilly. Was? So viel zum Thema Jungs. War. Jungs. Jungs. Lilly. Was ist mit Jungs? Ja. Na, die Pfeifen. Das war Lilly. Sag das doch nicht das, so. Das war wirklich ich. Er lügt dich nicht an, ehrlich. Das war ich, ich geb's zu. Ich würde das nie tun. Jahre weniger. Nee, du kriegst dafür 3 Jahre mehr, weil du ehrlich warst. Boah, was? Siehste, du musst lügen, oder was? Siehste, tu niemals den Fehler tun. Oh, 3 Jahre mehr an Leben, an guten Leben als die Jungs. Wenn sie lügen, kriegen sie 3 Jahre weniger. Kriegen sie einen Absag. Ach so. Das ist aber raffiniert. Das Geschäft ist gut. Das können wir machen. Das? Musst du aufpassen bei dem Volk, Wallert. Da musst du aufpassen. Merkst du das? Die kriegen 3 Jahre weniger. Die drehen ja, dir das sind. Wort im Maul rum. Genau. 3 Jahre weniger. Im Maul drehen sie dir das rum. Das ist. So, ja, ich kriege mal 3 Jahre weniger. Ja, super, dann brauche ich ja nur noch 80. Denkst du? Denkst du? Bist du 83? Schreie mich nicht so an. Don't cry me so on. Don't cry for me, Argentino. Oh, nee, nee. Jetzt wird's böse. Geh oida, schau mich nicht so deppert an. Sonst tut's mir leid, dass ich die mag. Kennst du das nicht? Blübsch, nee. Blübsch. Ich schau die nicht so deppert an. Ich kann's halt nicht. Hast schon mal, ich hab draußen vergessen. Hast schon mal einen Drachen gesehen? Labaloma pfeifen. Ohne Zeh. Ich hab mich deppert gelacht, wie er da stand und sein Maul aufmacht. Oh. Du hast mich gerade gerammt. Durchgeklettert. Durchgeklettert, das geht also. Ja. So, ich pack mal hier in die Waffenkiste 2 Pistolen. Pistolen! Super. Pistolen. In der Mummikiste ist dann auch noch hier 9mm Rounds. Super. Bin ja begeistert. Braucht jetzt noch irgendjemand Stiel, Pfeile oder Darts oder was lieber? Ich habe noch 16 Steel Arrows und ganz normale noch 248. Arrows. Steel Arrows. Arrows, genau. Fehler. Ich bräuchte noch normale Pfeile, bitte. Normale gibt's nicht mehr, wenn, dann gibt's Stiel. Oh, ja, mit Stahl. Weil da kannst du mit Stiel, kannst du dann die Leute da und da oben. Kannst du Zombies blätten mit Stiel. Ja. Das krieg ich immerhin mit Stiel. So, die sind gerade an der Mache. Haben wir noch ein paar. Welche Koppen. Waffe darf ich mir denn da nehmen? Na, ich weiß nicht, wer die Pistolen eigentlich war, das Lillys und Angels. Okay. Meine kriegst du nicht heile, ne? Was hast du für eine? Ich hab auch eine. Gib mal her. Die ist aber über halb voll noch, also das geht eigentlich noch, oder? Gib mal her. Danke, ich hab eine Pistole. Ich hab Hunger. Fressi! Futter! So. War das? Ja, Moment. Ich muss einmal eaten. Hopp. Ja, danke.
Ich hab jetzt auch eine Pistole. Wo ist die Pistole drin? Bei mir in dem Pistolengürtel. Bei Waffen. Da bei Waffen, wo sie reingehört. Da sind auch noch in der Munikiste sind jetzt Iron Arrows und Steel Arrows und so weiter. Ja, dann gucke ich gleich mal. Also rüstet euch aus und dann müssten wir nämlich schon langsam hoch, bis wir da oben alles anhören. Yes. Nimm mir noch mal ein bisschen von der Muni, 100 und noch was. Und muss aber 5 für Angel und mich auch reichen, gell? Das sind noch 500. Ah, wunderbar. Heilt euch dann die ein. Ja, locker. Heilt euch die genug ein. Mach. Ne? Also ich habe jetzt 16, komm, die Stahlpfeile, die packe ich da noch rein. Ich habe noch 16 Stahlpfeile. Eisenpfeile waren auch noch drin, ja wunderbar. Ja, ja. Ich habe da hergestellt ein bisschen Zeugs. Dann lass ich da mal die Stahlpfeile für Angel. Ja, ich habe nämlich sonst nur noch 126 normale. Das sind 126 tote Zombies. Wenn man trifft, ja. Wenn man trifft, genau. Geht mal einmal aus der Munikiste, jetzt ist schon wieder. Ist immer ich hab doch gesagt, ich pack diese kleinen Stahlpfeilchen da noch rein. Fassen. Oh, die kleinen Stahlpfeilchen. Wallert? Ja. Machen die auch richtig Aua? Mhm. Okay, dann bin ich beruhigt. Wo bist du denn? Wallert. Jetzt okay. Hört doch mal zu, Mensch. Wallert. Sure. Hier von dem. Ich hatte doch hier den Landclaim-Block da in die Wand mit eingemauert. In der Moped-Garage. Hattest du die eingemauert? Naja, der guckt halt hier raus, das Fähnchen. Weil ich den ja nirgendwo da vorne setzen konnte. Mhm. Ich kann jetzt sowas wie diese Zipfeldinger da, diese Electric-Zipfeldinger da, kann ich's einsammeln. Und bist wieder am Kochen, Angel. Nee, ich entleere mich gerade mal ein bisschen. Ja. Welche? Hier, die Dinger da, die Electric Wire Relays. Die können ich abbauen. Gereitet. Was haben wir hier wo? Diese Blade Trap kann ich hier auch aufheben. Der Shotgun Turret kann ich nicht aufheben. Warum nicht? Aber die haben wir doch. Haben wir die danach gesetzt? Diese. Nachdem du das dieses Teil gesetzt hast, habe ich die danach gesetzt? Ja, da hast du danach erst alles gesetzt. Okay, dann geht das nur danach. Also ist vermutlich die Vermutung recht, die in den Kommentaren stand, dass diesen Landclaim-Block da in der Hütte Angel gesetzt hat. Ja. Dass wir deswegen hier draußen keinen setzen konnten. Und es macht wahrscheinlich Sinn, wenn wir den abbauen und du da einen hinflopfst, weil du bist ja unser Elektriker. Der Turret da, meinst du? Nee, den Landclaim-Block. Achso, den Lenkring, ja. Na dann, nach der Horde. Ja, machen wir dann. Weißt du dann, dass wir den da oben in der Hütte rausreißen? Weil das ist dann, ja, Angels, der blockiert jetzt hier das Zeug schon wieder. Dass wir dann hier einen oder du zwei hier herpflanzt, damit du das Elektrikzeug wieder ein- und abbauen kannst. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, weil ich glaube, ich könnte das jetzt nicht abbauen, oder? Nee, weil das vermutlich mein Landclaim-Block ist, kann nur ich das abbauen. Ja, genau. Aber dann müsste ich die alle auch neu bauen. Nee. Glaube ich nicht. Müssen wir testen. Denke mal ja. Denke nicht. Weil die haben wir danach gepackt. Kannst du den hier abbauen? Nee, das ist ja schon Angels Landclaim-Block von der Hütte. Ach so, ja. Der bis hierher geht. So, jetzt haben wir 19 Uhr, da können wir da draußen auch noch einen hinsetzen, oder? Hast du noch einen? Ich muss die ganz nach unten laufen wieder. Da hinten ist keiner mehr, wa? Ich glaube nicht. Ich rase da mal schnell rum, ne? Nein. Lauf nochmal runter. Doch, da ist einer, da ist einer, da ist einer drin. Rechts, rechte Reihe, ja, ganz rechts. Ja. Nimm deine Zange mit. Ja, die habe ich unten. Nee, da sind doch welche drin. Sei doch kein Mist, ich hab's doch gerade gesehen. Da ist eine Zange, da ist eine Zange. Ist, Mensch, ja, da ist ja sowas von eine Zange. Da ist eine Zange drin. Irgendwas fehlt mir doch dann noch. Irgendein. Nee, das Relais ist ja hier. Na doch, ein Schalter müsste noch dazwischen stimmen.
Ach, keine Ahnung. Mach wie du denkst. Wir sagen jetzt erstmal bis zur Horte. Bis zur Horte. Tschüss. Gut.